Ja, grüß euch, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Patrizier 2 in der Gold Edition, hier in Lübeck im Jahre 1300, 3. Dezember, ja, mit unserem Kampfgreier und der Lynx, dieser Kogge, die wir beim letzten Mal erobert haben, ja, vom Piraten Beneke abspenstig gemacht. Das Ding liegt jetzt knapp 2 Monate hier im Hafen und wird repariert. Und unser Kampfgreier, der hat zum Glück nicht so viel abgekriegt, ne? Der ist ja nur, in Anführungszeichen, nur 7 Tage außer Gefecht. Ja, und dann müssen wir natürlich wieder vollladen mit Matrosen. Und dann geht's weiter auf die nächste Piratenjagd. Wir brauchen Schiffe, ne? Unser Autohändler in der Zwischenzeit macht hier hoffentlich ein paar gute Geschäfte. Schauen wir es uns an. Es kamen ein paar Kommentare bezüglich meiner Anfrage aus dem letzten Video, was das Thema Bildschirmauflösung anging. Vielen Dank dafür, fand ich ganz toll das Feedback. Ich lasse jetzt die Auflösung auf dieser Stufe. Weil's, ja, ich finde, es ist einfach auch für euch angenehmer zum Zuschauen. Okay, es hat sich jetzt gezeigt, in der Seeschlacht wäre es natürlich schön, wenn die Auflösung ein bisschen höher wäre, weil man dann einfach mehr sieht. Aber gut, ich glaube, unser Fokus liegt hier nicht auf den Seeschlachten, sondern unser Fokus liegt hier eigentlich auf was anderem. Und wenn euch die Augen wehtun beim Zuschauen, dann habt ihr keinen Spaß. Und wenn ihr keinen Spaß habt, dann merke ich das zwangsläufig natürlich auch. Und dann macht es mir in Summe dann auch weniger Spaß. Ne? Das ist so ein kleiner Teufelskreislauf. So, kurzer Blick. Lübeck, die Stadt, denen geht es soweit recht gut. Ne? Ich würde sagen, wir kaufen in der Zwischenzeit mal ein bisschen ein. Kaufen, verkaufen. Es kamen auch schon Kommentare, Mensch, kauf doch mal in Aalborg und mach alternative Routen. Ja, machen wir alles. Allerdings kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Eile ist ein schlechter Ratgeber, wie ich finde. Und deswegen alles mit der Zeit, Leute, alles mit der Zeit. So, die erste Bauerlaubnis kommt. Wir haben den Schatz verloren. Klar, wir haben ein bisschen rumgetrödelt. Die Handelsroute hat 14.000 gebracht. Bauerlaubnis in Stettin. Okay. Also unser Ruf eilt uns voraus. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in Stettin ein Kontor und dann weitere Betriebe und Häuser zu bauen. Sehr schön. Der Schatz ist dahin. Hat sich vermutlich ein anderer Händler für die Kartenstücke interessiert. Und ja, mein Gott, dann ist der Schatz halt weg. Ist es mir dann auch egal. Kann ich nicht ändern. Ich lade meinen Kreier voll mit Matrosen. Na, zack. So. 28 Maximum, die nächste Abrechnung, die Heuer und die Steuer, wie immer das alte Spielchen, ne? Wir stellen wieder auf normal, schauen kurz in die, sonst noch in die Kneipe, nein, ist nichts mehr da, okay. Ich habe gehofft, dass vielleicht noch ein Alternativauftrag da wäre. Ist aber nicht, so, okay, also nochmal handeln. Du nimmst du mal 50 Eisenwaren mit und düst nach Aalborg. Fleisch verkaufen wir, Tuch verkaufen wir. Salz können wir einkaufen, denke ich. Eisenwaren können wir einkaufen. So. Da sind wir in Stettin. Okay, vielleicht schaffen wir es noch schnell, ein Konto zu bauen. Moment, jawohl, es geht. Zack, bam. Okay. Unser erstes Konto hier. Dauert 40 Tage, bis dieser Tempel gebaut ist. Und dann können wir analog Lübeck hierher springen, ohne dass ein Schiff vor Ort ist. Ja? Ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal nicht schlecht. So, der erste Schritt ist getan zur Expansion. In Stettin wird Bier, Fisch, Getreide, Hanf und Salz produziert. Das ist insofern von Vorteil, weil für die Bierproduktion brauchst du Getreide und ich meine auch Holz. Und für die Fischproduktion brauchst du Hanf und Salz. Und für die Salzproduktion brauchst du, meine ich, Holz. Also man könnte hier Bier, Getreide und Fisch herstellen in dieser Stadt. Ne? Hat natürlich einen Nachteil. Fisch und Getreide sind Lastware. Heißt, logistisch braucht man hier dann wieder etwas mehr Laderaum. Aber gut. Und die ineffiziente Holzproduktion ist da gar nicht so schlimm. Also gerade bei Salz. Salz ist ein absolutes Niedrigpreisprodukt. Genauso wie Bier. Da fällt es jetzt nicht ins Gewicht, weil einfach der Holzanteil so gering ist in der Produktion. Also von dem her, da kann man auch mit ineffizientem Holz produzieren, meiner Meinung nach. So, was machst du in Malmö? Handelst den Dreck noch? Wirst den Scheiß los oder nicht? Hm? Sag an.
Du bist der mit dem Handelsskill, gell? Genau, 4 Handelsskill hat er, 2 nautisch, okay. Ja, jetzt fährt er zurück. Okay, er hat nichts gehandelt. Er ist die Eisenbahn nicht losgeworden. Na gut, nicht unser Problem oder eigentlich schon, aber ist mir egal. So, hier werden wir jetzt ein paar schöne Eisenwaren los. Und ja, ich kaufe ausnahmsweise ein bisschen Eisenerz, ne? Ausnahmsweise. Einfach so, wenn wir es können. Sollte man nicht machen, sein Schiff knallvoll machen und dann in den Kampf ziehen, Freunde. Das ist ziemlich blöd, das zu tun. Nur so als Info. Okay, hier gibt es nichts für uns, nichts Interessantes. Es geht weiter nach Oslo. Autohändler wird vom Piraten Ulf Bleskov angegriffen. Okay, der nächste Pirat, der am Start ist, der hat 2 Schiffe. Hoffentlich kommt unser nautischer Kapitän da gut raus. Schiff müsste in Ordnung sein, die Schnicke. Das Schiff müsste in Ordnung sein. Ne? Genau. Oh, jetzt wurde er. Sie haben ihn aber erwischt. Also er muss jetzt dringend reparieren. Er konnte aber fliehen. Aber hat was abgekriegt. Aber es ist immer gefährlich, wenn ein Kreier dabei ist. Ne? Weil der Kreier ist einfach schnell. Aber der wird jetzt reparieren, der Kollege, der Autohändler. So. Wir sind in Oslo angekommen. Was? Die brauchen keine Eisenwaren? Echt? Warum nicht? Frechheit. Braucht ihr in Bergen eigentlich Eisenwaren? Ah, die haben ineffizientes Erz. Oh, das ist natürlich die größte Sünde, die du machen kannst, dass du hier Eisenwaren mit ineffizientem Erz produzierst. Weil das Erz ist schon schweineteuer und wenn du es dann auch noch ineffizient herstellst, das ist ja das Super-GAU. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Hier gibt es Fälle günstig. Kaufen wir ein. So, haben wir einen Job vielleicht für uns? Nö, auch nicht, gell? Na dann. Was ist in Ripen? Was haben wir hier? Haben wir auch Erz? Ja komm, wir fahren einfach mal nach Bergen. Einfach so, wenn wir es können. Da sind wir schon über Kapazität hier. Hier zahlen wir ein kleines Geld. Lagerkosten. So, jetzt sind wir wieder drunter. Alles gut. Hier können wir jetzt Salz verkaufen, was wir zuvor günstig eingekauft haben. Genau. So, da wird er auch schon repariert. Ja. Merkt man. Okay. Moment, das ist ja Blödsinn, wenn ich nach Bergen fahre. Ich fahre nach Lübeck. Das ist ja absoluter Blödsinn, jetzt nach Bergen zu fahren. Ich schmeiß den ganzen Scheiß hier ins Lager. Okay, da hat jetzt irgendjemand Eisenerz verkauft, aber Fälle sind ein gutes Geschäft. So, hier war ein Pirat. Wo ist er? Na? Wo ist der dumme Pirat? Okay, Rostock braucht schon wieder keine Eisenwaren. Irgendwas stimmt mit denen nicht, glaube ich. Da ist er! Scheiße, 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 mach dich... Uah. War ich zu langsam? Da war ich zu langsam. Ich habe gehofft, dass ich ihn krieg. Dass ich noch abhauen kann, aber das Spiel hat gesagt, nein, du warst zu langsam. Na gut. So, jetzt pass auf. Da ist er. Hinterher. Okay, dann kannst du die Handelsroute fortführen. Du bist erfolgreich geflohen. Sie haben dich nicht erwischt. So, und unser Kampfgreier jagt jetzt den Piraten Pleskov. Mit 4 Knoten ist er unterwegs. Wir haben 6 Knoten, den sollten wir kriegen. 17 Entermesser, das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig, aber wir holen ihn auf. Wir holen auf und ja, ich hoffe, wir können ihn wegklatschen. Das wäre sehr nett. Jetzt mach halt hin, ey. Was eine Spende. Moment, ich muss das manuell steuern, bevor ich spenden kann. Zuerst muss manuell gespendet werden, genau. Zuerst wird manuell gespendet. Oh, das hat ihn jetzt gar nicht beeindruckt, glaube ich. So, auf den Kreier. Jawohl. Auf den Kreier. Jawohl. Sehr gut. Immer schön auf die Murmel. Oh, schlecht geschossen. Sehr schlecht geschossen sogar. Alter, wo schießt du hin, ey? Bist du besoffen oder was? Gibt's ja gar nicht. Okay, den Kollegen hätten wir erwischt. Ja, es ist mit... Oh, Untiefe, Vorsicht, Untiefe.
Uiuiui. Gar nicht so einfach, ja. Sehr schön, der war wichtig. Der hat gebrannt. So, wie viel hat der andere? 36, oh Alter, 36, den kriege ich ja nie kaputt. Den kriege ich ja nie kaputt. Oder geändert. Ja, wobei, vielleicht, wenn ich ihn entsprechend runterknallen kann, dann sollte sich das vielleicht sogar ausgehen. Ja, der Greier, der hat nichts zu lachen, gell? So, Vorsicht, Untiefe. Ui, bloß nicht erwischen lassen, doch. Bloß nicht erwischen lassen von dem. So, mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Nein, ich treffe den nicht. Ich treffe den nicht. So. Ab nach oben. Hoffen, dass ich ihm irgendwie ein bisschen entkommen kann. Ne, dass ich ein bisschen Distanz zwischen uns krieg. Ich muss versuchen, ich bin schon sehr nah am Kartenrand. Deswegen versuche ich jetzt, dass ich die Kurve kriege, ohne dass er. Ja, genau. Ohne dass ich allzu viel Schaden friss. Vor allem muss halt versuchen zu verhindern, dass er uns trifft. Ne? Aber gut, die Position ist ein bisschen bescheuert. Die Position ist echt dumm. Ist halt jetzt ein wenig Geduldsspiel, ne? So, jetzt aber Naja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet, dass das jetzt passiert. Dass er uns eine einschenkt. Jawohl. Ich bin schon sehr nah dran. Bin echt schon sehr nah am Kartenrand dran. So, der Wind hat ein bisschen die Richtung geändert. Ein kleines bisschen. Aber es nützt mir nichts. Es nützt mir nichts. Nee. Ich komme ja nicht weg. Wenn ich ihn irgendwie rausmanövrieren könnte, aber. Oh, 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 oh. Oh ja, da. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, ich bin hier im Eck gefangen irgendwie. Das ist ganz unschön. Okay, Harakiri. Mist. Ist jetzt wenig spannend, ist mir klar. Ist mir klar. Und wir fangen uns eine nach dem anderen ein. Oh, shit. Oh, jetzt sind sie natürlich wieder zu zweit, ne? Jetzt kommt noch der Dicky wieder von oben. Ja, ich habe mich jetzt zu nah an den Kartenrand treiben lassen. Das ist eher schlecht. Eher schlecht. Ich muss wahrscheinlich abhauen. Ich muss wahrscheinlich abhauen. Der Geschwindigkeitsvorteil ist fast dahin. So. Versuch.
Hat nicht funktioniert, schade. Nee, ich krieg nicht schnell genug die Kurve. So, jetzt habe ich ihn aber hoffentlich kurz im Wind gehabt. Nee. Hat nichts gebracht. Okay, Mist. Boah, Alter. Okay, schnell weg. Ja, das... Ich mach zu wenig Schaden an ihm. Jetzt wäre ich fast schon rausgefahren. Ich mach zu wenig Schaden. Ja, ich muss raus. Ich muss raus, ich muss abhauen. Ich muss abhauen, ja. Ein sehr unschöner Kampf. Ja, ich habe verpeilt, dass er da noch ein anderer Kreier mit am Start ist. Ich habe mich zu sehr am Ende auf die Kogge konzentriert und habe dann vom Kreier ein paar Salven eingefangen. Das war nicht gut. Auf jeden Fall hat er einiges abgekriegt. Heißt, er wird jetzt erst einmal sich vermutlich zurückziehen und sein Schiff reparieren. Heißt, unser Autohändler hat hier freie Fahrt. Das ist sehr schön. Ja, immer versuchen, das Positive zu sehen. Ich bin mir überlegen, ob wir vielleicht die großen Bliden durch kleine ersetzen sollten. Ob das vielleicht mehr Sinn macht. Das wäre noch eine Option. Probieren wir es mal. Ne, mehr als schief gehen kann es nicht. Ja, wobei, vom Schadensoutput sind wir dann schlechter. Ja, wir probieren es einfach mal so. Ne? Habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert, was hier mehr Schaden macht, was mehr Sinn macht vor allem auch. Habe ich nie ausprobiert. So, es gibt zu wenig Brunnen in der Stadt. Zu wenig Brunnen. Von den armen Bürgern kennen euch einige. Mein Gott, baden war ich schon lange nicht mehr. Oh, ja, ist mal wieder Zeit geworden, ne? So, ja, man kann hier auch Brunnen der Stadt spendieren. Man kann Straßen bauen und Brunnen. Man kann eine Münze bauen. Eine Münze hebt die Anzahl oder verschiebt, besser gesagt, das Verhältnis von arm eher in Richtung reich. Heißt, du hast quasi dann etwas mehr Reiche und Wohlhabende in der Stadt. Das Verhältnis Bettler, Wohlhabende und Reiche verschiebt sich ein bisschen mehr in Richtung der gespickten Leute, wie man so schön sagt, hat aber den Nachteil, dass du nicht die maximale Bevölkerung in der Stadt haben kannst. Ne? Das liegt daran, dass in den Häusern unterschiedlich Anzahl Leute wohnen können. In so einem Kaufmannshaus können zum Beispiel, ich meine, 80 Leute maximal wohnen. Ne? Und in so einem Giebelhaus ein bisschen mehr und im Fachwerkhaus halt noch ein bisschen mehr. Da wohnt man halt dann nicht so exklusiv wie hier, sondern da wohnt man halt dann eher aufeinander, ne? Was bedeutet, du kannst mehr Leute unterbringen. So. Du kannst eine Schule bauen, was die Zuwanderung, meine ich, erhöht. Das Spital sollte klar sein und die Kapelle auch. So, Brunnen, was haben wir denn? Brunnen. Null, es gibt noch keine Brunnen in der Stadt. Würde ich sagen, wir bauen einfach mal einen Brunnen. Vier Brunnen, ne? Dann ist hier optimale Abdeckung in der Stadt. Brunnen reduzieren, meine ich, irgendwie die Feuerwahrscheinlichkeit oder so, ne? Eine Spende des unerfahrenen Kaufmanns, jawohl. Wasserversorgung ist gut. Also schadet jetzt mit Sicherheit nicht, dass wir die Brunnen gebaut haben. Hat mit Sicherheit nicht geschadet. So, wie viel kommt zurück? Eisenerz, fette Leder, jawohl. So, Abrechnung. Gab ein kleiner Gewinn. Immerhin. So, was macht unsere Werft? Die ist frei. Okay, Bauauftrag. Es gibt kein Pech. Das alte Problem, es gibt kein Pech. Da wollten wir auch mal tätig werden. Mit wir meine ich mich, ich weiß. Honig verkaufen, Keramik verkaufen, Leder verkaufen. Tran verkaufen, Wein einkaufen, ist gerade günstig. Tuch rauskloppen.
Eisen jetzt nachkaufen, so. Das mit dem Pech ist echt ein Problem. Ich wollte einen Pechkocher bauen, ich weiß. Ich weiß. Sollte ich eigentlich machen, gell? Gibt doch keine Ziegel aktuell. Klar, ich habe jetzt auch gerade Brunner gebaut, ne? Da gehen natürlich auch Ziegel drauf ohne Ende. Ja, dann wisst ihr was, dann machen wir das nicht heute, sondern machen wir das beim nächsten Mal. Die Stadt verstärkt auch die Stadtmauer hier, so wie es aussieht, ne? Der zweite Turm am Entstehen. Die nächste Bauerlaubnis kommt. Malmö. Geehrter, unerfahrener Kaufmann. Immer diese schwindligen und unnötigen Attribute, ne? Unerfahrener Kaufmann. Braucht doch niemand sowas. Ne? Also, wir können jetzt auch in Malmö ein Konto bauen. Sehr gut. In Stettin haben wir ein Konto. Das sieht man jetzt auch hier an diesem blauen Punkt. Aber es ist noch nicht fertig. Ne? 23 Tage dauert es noch. So. Dann würde ich sagen, okay, wir warten, bis unsere Mühle hier repariert ist. Dürfte zeitgleich mit der Kocke oder so annähernd zeitgleich mit der Kocke fertig werden. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich sage an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Patrizia 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.